begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Mojib Latif, der Leiter für die Bereiche Ozeanzirkulation und Klimadynamik ist, maritime Meteorologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und er wird uns die ganzen komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge in einem Vortrag, hoffe ich, klarer machen, als sie uns sowieso schon sind. Applaus bitte für Herrn Latif. Guten Morgen. Yeah, welcome everybody and welcome to the Anthropocene. These will be the only English words during my talk, so I will continue in German. Auch von meiner Seite nochmal guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lieber Herr Bürgermeister, liebe Ehrengäste, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, wir stehen ja vor ganz besonderen Herausforderungen und wir haben es ja schon mehrfach gehört in den Eröffnungsstatements. Diese Herausforderungen werden wir nur schultern können, wenn wir belastbare Information in die Zivilgesellschaft bringen können. Denn wir sagen in Deutschland, Wissen ist Macht und genau darum geht es. Man darf letzten Endes die Bühne nicht denjenigen überlassen, die eigentlich nur ihre eigenen Interessen verfolgen und sich nicht darum scheren, dass es der Weltbevölkerung insgesamt gut geht. Und vor allen Dingen, damit es der Weltbevölkerung insgesamt gut gehen kann, muss natürlich auch die Umwelt intakt sein. Nun, wir erleben im Moment die sogenannten postfaktischen Zeiten. Und Sie sehen hier den wohl prominentesten Vertreter dieser Zunft. Und man kann meiner Meinung nach solchen Menschen nur entgegentreten, wenn man tatsächlich die Bevölkerung mit belastbaren Informationen versorgt. Denn wir dürfen es nicht diesen Menschen überlassen, die Bevölkerung zu informieren oder die Bevölkerung zu adressieren, sondern wir müssen gegenhalten. Mit wir meine ich die Gesellschaft insgesamt, nicht nur die Wissenschaft, aber die Zivilbevölkerung insgesamt. Und deswegen bin ich extrem froh, dass es so etwas wie ein Expertennetzwerk gibt, denn genau das brauchen wir. Wir brauchen solche Netzwerke, um tatsächlich die Welt auf den rechten Pfad, auf den Pfad der Nachhaltigkeit oder, wie ich gerne sage, auf den Pfad der Zukunftsfähigkeit zu bringen. Nun, Sie sehen, und das ist ja das Stichwort hier, die Entwicklung der Erdtemperatur seit 1850 in einer kleinen Animation. Nebenan gewissermaßen findet ja die 23. Weltklimakonferenz statt, COP23, und es geht darum, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, wie man das im Abkommen von Paris vereinbart hat. Damals, 2015, haben 196 Parteien, 196 Länder dieses Abkommen unterschrieben, was ein großer Erfolg gewesen ist. Und es wurde dann auch in Windeseile von sehr vielen Ländern ratifiziert, sodass es dann eben sehr schnell auch in Kraft treten konnte. Noch nie ist ein internationales Abkommen so schnell in Kraft getreten wie dieses Klimaabkommen von Paris. Nun, in dem Abkommen steht ja, dass man die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen möchte und alle Anstrengungen unternehmen möchte, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und Sie sehen hier so etwas wie eine Klimauhr. Sie sehen die Entwicklung der Erdtemperatur und da sind 2 Kreise eingezeichnet, der 1,5 Grad Kreis und der 2 Grad Kreis. Und Sie sehen, wie dicht wir schon an dem 1,5 Grad Kreis herangekommen sind, sodass es fast einem Wunder entsprechen würde, ich muss es so deutlich sagen, wenn wir tatsächlich die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen könnten. Gleichwohl ist es möglich, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, denn wir haben noch eine gewisse Distanz und das sehen Sie hier nochmal, bis wir an diesen 2-Grad-Kreis herankommen. Nun,
Ich sagte dir schon, wir leben in postfaktischen Zeiten und das sind meiner Meinung nach ganz kritische Zeiten. Und ich persönlich kann diese postfaktischen Zeiten nicht nur auf das Thema Klima beziehen, sondern ich glaube, wir leben heute in einer extrem kritischen Zeit. Beim Klima fängt es an, bei der Einschränkung der Freiheit geht es weiter und bei der Einschränkung der Menschenrechte hört es dann irgendwann auf. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in aller Entschiedenheit versuchen, wirklich den Menschen das Handwerk zu legen, die mit systematischen Fehlinformationen, mit diesen sogenannten Fake News versuchen, einfach ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass man der Wissenschaft Gehör verschafft. Und deswegen würde ich immer so einem wie Donald Trump antworten mit den Worten des Papstes. Der Papst hat eine Umweltenzyklika verfasst, die wirklich lesenswert ist. Und ich habe hier zwei Sätze mitgebracht, die ich gerne zitieren möchte. Der Papst hat gesagt, wir sollten hören auf die besten heute zugänglichen wissenschaftlichen Ergebnisse, auf die besten heute zugänglichen wissenschaftlichen Ergebnisse, um sich davon zutiefst anrühren zu lassen. Die Wissenschaft ist das bevorzugte Instrument, über das wir die Schreie der Erde hören können. Und das ist wirklich bemerkenswert, finde ich, denn er sagt ja genau, wir sollten auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaft liefert nicht unbedingt perfekte Informationen, aber liefert nun mal die besten Informationen. Worauf wollen wir uns denn stützen, wenn wir uns nicht auf die Wissenschaft stützen wollen? Und insofern glaube ich, müssen wir alles tun, dass wir tatsächlich den Fakten dann auch irgendwann zum Durchbruch verhelfen. Wir leben auch in einer Mediengesellschaft und das macht das Ganze so schwer. Warum dringen wir eigentlich nicht durch mit unseren Botschaften? Und ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, die das nochmal symbolisieren, was ich meine. Also ich möchte hier überhaupt keine Medienkritik betreiben, um das vorwegzunehmen. Aber wir sehen hier zwei Titelbilder von zwei großen, wahrscheinlich sind sogar die größten Magazine Deutschlands. Links der Spiegel, da sehen wir den Kölner Dom, der ja gar nicht so weit von hier entfernt ist, halb unter Wasser. Das war 1986 im August. Ich werde dieses Bild niemals vergessen, weil dieses Bild hat auch mein persönliches Leben verändert. Von dem Tag an hatte ich zwei Professionen, den des Wissenschaftlers und den desjenigen, der den Medien Rede und Antwort steht in Sachen Klimawandel. Nun, das war auch in gewisser Weise der Beginn der öffentlichen Diskussion über das Thema Klima in Deutschland. Und dann sehen Sie rechts ein Titelbild, das 2005 erschienen ist. Und da heißt es dann Klimawandel oder Klimakatastrophe, alles Panikmache, Fragezeichen. Und da werden dann die ganzen Skeptiker-Argumente bedient, die man da so kennt. Und nun fragt man sich natürlich, warum hat so ein prominentes Magazin, so ein auch eigentlich seriöses Magazin wie der Stern, so eine Titelgeschichte gemacht? Ist denn vielleicht eine wissenschaftliche Studie erschienen, die halt zu anderen Ergebnissen gekommen ist? Das ist ja durchaus möglich, dass so etwas passieren kann. Nein, das war nicht der Fall. Der Fall, der Grund, warum der Stern diese Geschichte gemacht hat, war das Erscheinen eines Romans, ja, von Michael Crichton, Welt in Angst. Und in diesem Roman wurde eben beschrieben, dass die Wissenschaft und im Bunde mit den Umweltverbänden eben die Welt gewissermaßen an der Nase herumführt und dass es eigentlich ja diesen Klimawandel gar nicht gäbe. Das hat mich wirklich geärgert, muss ich sagen, und ich habe dann immer wieder auch Journalisten gefragt, wieso denn eigentlich immer wieder Leute zu Wort kommen,
die ja eigentlich von der Materie nichts verstehen. Ich meine, Romanautoren sind bestimmt tolle Typen und Michael Crichton kennen Sie bestimmt, der hat Jurassic Park geschrieben. Also ein tolles Buch, dieses Saurierbuch, das können Sie gar nicht weglegen, wenn Sie einmal angefangen haben, das zu lesen. Aber er versteht nichts vom Klima. Und wahrscheinlich können Sie es nicht sehen, dann steht da noch da unten, so etwas kleiner, plus Gespräch mit den Bestseller-Autoren Michael Crichton und Frank Schätzing. Frank Schätzing hat den Schwarm geschrieben, in Deutschland ganz berühmter Romanautor. Und auch Frank Schätzing, ich kenne ihn auch persönlich, toller Typ. Aber auch hier muss ich sagen, was versteht er eigentlich vom Klimawandel? Und am Ende des Tages haben sich dann letzten Endes zwei Romanautoren darüber unterhalten, ob es denn so etwas wie einen Klimawandel gibt oder nicht. Und so weit darf es natürlich nicht kommen, dass dann praktisch zwei Laien über dieses Thema diskutieren und dann auch sehr prominent in der Öffentlichkeit. Das heißt also, wir müssen versuchen, wir alle zusammen in allen Ländern letzten Endes der seriösen Informationen zum Durchbruch zu verhelfen. Und dann ist da noch das Internet. Und das ist wirklich eine enorme Herausforderung und ich erlebe es tagtäglich. Also ich halte inzwischen fast jeden Tag Vorträge und hinterher kommen immer die Menschen zu mir, insbesondere auch jüngere Leute, Schülerinnen und Schüler. Und die meisten Fragen beginnen mit den Worten, ich habe im Internet gelesen. Und dann kommen sehr oft, nicht immer, aber sehr oft sehr abstruse Theorien über den Klimawandel. Ich glaube, hier müssen wir sehr, sehr früh ansetzen. Wir müssen schon in der schulischen Bildung ansetzen, weil wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, uns zu informieren. Wir werden überschüttet mit Informationen und eigentlich kann man ja gar nicht beurteilen, welche Information ist eigentlich belastbar und welche ist es nicht. Und das ist, wie gesagt, eine enorme Herausforderung für die schulische Bildung, dass die Kinder lernen, selbstständig herauszufinden, welche Information wirklich belastbar ist und welche nicht. Und das Klimathema eignet sich natürlich ganz besonders, um nochmal deutlich zu machen, wie sehr eigentlich die Menschen verunsichert sind und wie sehr man die Menschen auch verunsichern kann. Denn der Weltklimarat, das IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change, sagt ja ganz deutlich in seinem letzten Bericht, der menschliche Einfluss auf das Klima ist klar. Der menschliche Einfluss auf das Klima ist klar. Human influence on the climate system is clear. Full stop. Und trotzdem kommen wir irgendwie nicht weiter. Und ich fahre ja auch sehr viel Taxi und die meisten kennen mich ja auch. Und dann kommen wir immer ins Gespräch und wie ist denn das? Ist denn das wirklich so? Und ich erlebe eine enorme Skepsis, selbst hier in Deutschland, weil einfach diese Kakophonie da ist. Ja? Man wird bombardiert mit diesen ganz unterschiedlichen Informationen und viele Menschen wissen eigentlich nicht mehr, was sie glauben sollen. Und sie brauchen einfach Orientierung und wir müssen versuchen, diesen Menschen Orientierung zu geben. Nun, beim Klimaproblem geht es in erster Linie um Energie. Sie sehen hier, wo insbesondere Energie erzeugt wird. Das ist in den Industrienationen, immer noch in den Industrienationen. Das ist ja die Erde bei Nacht und da, wo wir sehr viel Licht sehen, da ist eben auch der Energieverbrauch und die Energieproduktion sehr hoch und wir machen das eben, indem wir die berühmten fossilen Brennstoffe verfeuern, also Kohle, Erdöl und Gas. Und dabei entsteht ein Gas, das wir Kohlendioxid nennen oder mit der chemischen Formel CO2. Und dieses CO2, das reichert sich in der Luft an. Das sehen wir hier für die letzten sage und schreibe 800.000 Jahre. Für die letzten 800.000 Jahre. Ganz rechts ist heute und ganz links ist vor 800.000 Jahren, also der CO2-Gehalt der Luft, dargestellt in der blauen Kurve, also in der oberen Kurve. Und nun fragen Sie sich wahrscheinlich, woher weiß der Mann das? Er sieht alt aus, ich gebe es zu, habe auch graue Haare, aber ich bin nicht 800.000 Jahre alt, das darf ich Ihnen versichern.
Aber wir können im Eis der Antarktis Bohrungen durchführen, solche Kerne ziehen, solche Eiskerne, und dort sind eben Luftbläschen enthalten, und diese Luftbläschen können Sie analysieren. Die haben die Zusammensetzung der Luft gewissermaßen konserviert, und deswegen ist das einfach ein hartes Faktum. Aber wir merken es nicht. Und das ist, glaube ich, eins der großen Probleme, dass unsere fünf Sinne, die wir von der Natur mitbekommen haben, nicht geeignet sind, um zu merken, dass etwas Unglaubliches passiert. Eigentlich müssten bei uns ja jetzt die Alarmglocken schrillen, aber sie schrillen nicht, weil wir nehmen es nicht wahr. Also Gase sind ja unsichtbar. Das heißt, wir können dieses Kohlendioxid nicht sehen. Wir können das Kohlendioxid auch nicht riechen, wir können es auch nicht schmecken. Wir können es nicht hören und wir können es nicht tasten. Und das ist eben das große Problem, dass diese Bedrohung, die da ist, dass sie einfach nicht sichtbar ist. Dann gibt es auch eine Entkopplung von Ursache und Wirkung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite gibt es eine zeitliche Entkopplung. Das heißt, wenn wir heute Treibhausgase wie Kohlendioxid ausstoßen, dann treten die Auswirkungen erst Jahrzehnte später ein. Dann gibt es aber auch die räumliche Entkopplung. Diejenigen, die bisher jedenfalls am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen haben, und das sind nun mal die alten Industrienationen wie Amerika, wie die westlichen Industrieländer Europas, wie Kanada, wie Australien, die haben zumindest im Moment noch nicht die größten Auswirkungen zu tragen. Denn die Auswirkungen, die sind ja bereits spürbar in den Inselstaaten des Pazifiks beispielsweise. Also wenn Sie, Fidschi ist ja offizieller Ausrichter dieser Klimakonferenz, wenn Sie mit Menschen aus Fidschi sprechen, wenn Sie mit Menschen von den Marshallinseln sprechen, dann wissen Sie, der Klimawandel ist dort schon längst angekommen und bedroht Ihre Existenz. Aber die Hauptverursacher, wir, nehmen das nicht zur Kenntnis oder wollen es vielleicht auch nicht zur Kenntnis nehmen. Und das ist alles Gift für Handlungen. Also auf der einen Seite, dass wir die Bedrohung eigentlich nicht so richtig spüren können, weil das CO2 einfach nicht wahrnehmbar ist. Und auf der anderen Seite eben diese Entkopplung von Ursache und Wirkung. Und wir sehen in der roten Kurve die Temperatur am Südpol, und wir wissen einfach, dass der Gehalt an Treibhausgasen in der Luft eben auch ein bestimmender Faktor für die Erdtemperatur ist. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Also wenn wir eins nicht haben, ist es ein Erkenntnisproblem. Dieser Mann hier, Svante Arrhenius, hat schon 1896 die erste quantitative Berechnung durchgeführt zum Klimawandel. 1896. Svante Arrhenius war einer der großen Physiker seiner Zeit, späterer Nobelpreisträger. Und er hat eine Arbeit verfasst mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man von Kohlensäure gesprochen, so wie man auch nicht von der Atmosphäre gesprochen hatte, sondern vom Luftmeer. Aber wenn man in die Arbeit schaut, dann sieht man in der Tat, dass dort CO2 steht. Also wenn man das übersetzt in die heutige Wissenschaftssprache, dann hat er eine Arbeit verfasst mit dem Titel über den Einfluss von CO2 in der Luft auf die Bodentemperatur. Und das ist eben genau das Problem der Erderwärmung. Der hat also schon Berechnungen durchgeführt, die ich hier Ihnen zeigen möchte, nicht weil Sie sie lesen sollen, sondern weil es auch so schön alt aussieht. Und in dem Kasten, den ich da reingemalt habe, in dem roten Kasten, hat er also berechnet, was würde passieren, wenn sich der Gehalt an CO2 in der Luft verdoppeln würde. Und er hat das gemacht für die verschiedenen Breitenzonen, für die verschiedenen Jahreszeiten. Also sensationell. Und nochmal, überlegen Sie mal, das war 1896. Da gab es keine Satelliten. Da gab es schon gar keine Computer. Und trotzdem hat er es ausgerechnet mit Papier und Bleistift. Und er ist damals gekommen auf eine Erderwärmung von 5 Grad. 5 Grad ist ein bisschen hochgegriffen. Also wir gehen heute für diesen Fall ungefähr von
3 Grad aus. Aber umso bemerkenswerter ist es, dass er damals in der Diskussion schon darüber spekuliert hat, dass seine Abschätzung etwas ausgefallen sein könnte. Und nun können wir uns mal ansehen, was ist denn passiert? Ich meine, damals hat er doch behauptet, anhand seiner wissenschaftlichen Berechnungen, dass sich die Erde erwärmen muss, wenn der CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter stiege. Und genau das ist passiert. Wenn wir uns das ansehen, in Rot sehen wir jetzt den CO2-Gehalt der Luft, seit Svante Arrhenius gelebt hat, also seit 1900, und in Blau sehen wir die Temperatur der Erde, gemittelt über die gesamte Erdoberfläche. Und man kann einfach diesen Zusammenhang nicht missen, zumindest wenn man lange Zeiträume betrachtet. Wenn man lange Zeiträume betrachtet, wenn man viele Jahrzehnte betrachtet, kann man nicht missen, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen Anstieg der Treibhausgase in der Luft und Anstieg der Erdtemperatur. Das, was immer wieder für Verwirrung sorgt und was ich gestern und vorgestern selbst wieder erlebt habe, ist die Tatsache, dass die Erdtemperatur nicht so kontinuierlich steigt wie das CO2. Und das verwundert nun einen Klimaforscher nicht, denn es gibt ja auch natürliche Schwankungen. Wir haben es ja mit einem chaotischen System zu tun und da gibt es einfach nicht diese kontinuierliche Entwicklung. Und ich sagte, ich habe da gestern und vorgestern wieder mit zu tun gehabt. Im Moment ist es ja relativ kalt hier bei uns in Deutschland und wann immer es relativ kalt ist, werde ich bombardiert mit E-Mails, mit blöden, bescheuerten E-Mails. Das kann ich Ihnen sagen. Dann heißt das wieder, du Scharlatan, ja, das stimmt doch alles gar nicht mit der Erderwärmung. Also es macht mich wahnsinnig, aber es ist auch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Also man muss einfach immer weitermachen. Ja, der Meeresspiegel steigt. Auch das ist eine Tatsache, die man einfach nicht wegwischen kann. Wir sehen es hier, seit 1880 haben wir einen Anstieg inzwischen von etwas über 20 Zentimeter. Und ich sagte es ja schon, viele Menschen auf dieser Welt leiden heute schon unter dem Meeresspiegelanstieg. Übrigens nicht nur die Inselstaaten, nicht nur Länder wie Bangladesch, übrigens auch eine Millionenmetropole wie Miami in Florida. Bloß das geben die nicht zu. Denn es ist ja bei Strafe gewissermaßen verboten, über Klimawandel zu sprechen. Aber trotzdem geben sie heute schon Millionen und Abermillionen von Dollar aus, um den Wassermassen Herr zu werden. Denn Miami ist auf Kalkstein gebaut und steigt der Meeresspiegel und auch dort steigt natürlich der Meeresspiegel, steigt auch der Grundwasserpegel. Das heißt also, dort kommt auch das Wasser von unten, weil Kalkstein ist porös, ist relativ wasserdurchlässig und deswegen wissen die heute schon gar nicht mehr, wie sie mit den Fluten irgendwie umgehen sollen. Ich sage das deswegen auch mit dem Meeresspiegel, weil es gab vor ungefähr einem Jahrzehnt, ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist, so eine Diskussion, auch in den Medien. Climate Gate hieß es damals in Anlehnung an Watergate, dass ja die Temperaturdaten gefälscht sind, ja, dass es gar keine Erderwärmung gibt. Das war dann auch ziemlich prominent in den Medien weltweit und dann gab es sogar eine offizielle Untersuchung. Amerikanische Kollegen haben das alles nochmal nachgerechnet, sind genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Sie konnten die beiden Kurven nicht unterscheiden im Rahmen der Strichstärke dieser Kurven, aber darüber hat natürlich niemand mehr berechnet. Es bleibt dann immer irgendetwas hängen und so ist eben leider dieses Geschäft, dass man einfach versucht, so einen Nebel zu erzeugen und mit der Absicht, dass irgendwas immer hängen bleibt, dass irgendwie so eine Unsicherheit, so ein Unbehagen hängen bleibt. Und deswegen muss man gar nicht viel tun als Lobbyist, um eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Nun, ein anderer Punkt, der die Kommunikation so extrem schwierig macht, ist die extreme Komplexität des Problems. Wenn man globale Veränderungen betrachtet, dann ist es alles noch relativ einfach. Aber wenn man dann zu regionalen Änderungen kommt, dann wird es schon sehr, sehr schwierig dann werden auch die Unsicherheiten groß. Und ich möchte an dieser Stelle Roger Revelle zitieren, der im Jahr 1957 ein Interview der New York Times gegeben hatte. Und der sagte eben, die Menschen führen momentan ein groß
angelegtes geophysikalisches Experiment aus, das so weder in der Vergangenheit hätte passieren können, noch in der Zukunft wiederholt werden kann. Also die Menschen führen damals eben vor über 50 Jahren ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment aus. Und das möchte ich unterstreichen. Trotz aller Erfolge, die wir in der Klimaforschung haben, bleiben natürlich Unsicherheiten. Wir werden nie alles ganz genau verstehen oder alles im Detail vorhersagen können. Ich finde, das müssen wir auch gar nicht, denn in unserem persönlichen Leben versuchen wir, jedes noch so kleine Risiko zu vermeiden. Wenn wir die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts. Und wenn die Chancen 50-50 sind, dass wir überfahren werden, gehen wir nicht über die Straße. Wenn Sie nach Hause fliegen am Ende der Konferenz und stellen Sie sich mal vor, da steht ein Schild, dieses Flugzeug stürzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ab. Ich glaube, Sie hätten ein ziemlich mulmiges Gefühl, in dieses Flugzeug einzusteigen. Deswegen macht es mich immer wahnsinnig, wenn ich gefragt werde, seid ihr euch denn wirklich 100% sicher? Natürlich sind wir uns nicht 100%ig sicher. 100% gibt es in der Wissenschaft nicht. Aber es gibt einfach so überwältigende Anzeichen dafür, dass wir auf einem schlechten Weg sind, die, glaube ich, es zwingend erforderlich machen, dass wir nicht zu lange auf diesem Weg weitergehen und so schnell wie möglich umkehren. Also wir müssen die Unsicherheiten kommunizieren und das ist eben in einer Welt, die immer komplexer wird, die durch sogenannte systemische Risiken gekennzeichnet ist, extrem schwierig. Systemische Risiken, wir leben in einer global vernetzten Welt, nicht nur technologisch, sondern natürlich auch politisch, kulturell und so weiter. Und eigentlich, um es mal ganz einfach zu formulieren, verstehen wir die Welt nicht mehr. Wir verstehen nicht mehr die Mechanismen. Die Finanzkrise, die letzte große Finanzkrise ist ein Beispiel dafür. Niemand hat diese Finanzkrise vorhergesagt, weil wir diese Systeme nicht mehr verstehen. Wir sind also an einem Punkt, wo es wirklich extrem schwierig wird, durchzublicken. Und die beste Strategie ist doch eigentlich immer, wenn es um solche komplexen Phänomene geht, dass man es dann nicht darauf ankommen lässt, sondern dass man dann eben in so einem Fall dem Vorsorgeprinzip Vorrang einräumt. Denn wenn ich nicht ganz genau weiß, was passiert, dann sollte man es doch nicht darauf anlegen, herauszufinden, ob diese bescheuerten Klimaforscher nun am Ende des Tages recht hatten oder nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir recht haben, aber beweisen werden wir es nie können. Wir werden nur abwarten können und sehen, entwickeln sich die Dinge genau so, wie wir es letzten Endes vorhergesehen haben. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass es genauso funktioniert. Wenn wir die ersten Berechnungen nehmen, wie gesagt von Svante Arrhenius beispielsweise, dann ist genau das passiert, wenn wir die ersten Computermodelle nehmen, die ersten Berechnungen mit den Klimamodellen seit den 1970er Jahren, die sind also auch schon über 40 Jahre her. Und wenn Sie sich die Muster der Erwärmung angucken, die die damals vorhergesagt haben, dann sind es genau das Muster, das wir in den letzten 40 Jahren beobachtet haben. Das heißt also wirklich, die Evidenz ist überwältigend, dass wir hier keinen wesentlichen Prozess übersehen haben. Nur ich möchte langsam zum Schluss kommen und zwei Zahlen noch mal bringen, die gestern veröffentlicht wurden und die natürlich wieder so ein kleiner Rückschlag sind. Erstens sind wohl auch 2017 die weltweiten CO2-Emissionen wieder gestiegen. Nach 3 Jahren sozusagen Plateau sind sie jetzt wieder relativ deutlich gestiegen. Ich habe da in Rot nochmal hingeschrieben, wir haben seit 1990, also seit das Thema ziemlich weit oben auf der Agenda der internationalen Politik steht, wir haben einen Anstieg der CO2-Emissionen um ungefähr 65%. Und ich sage es auch in meine Richtung, ich war die ganze Zeit aktiv in dieser Zeit und ich muss einfach erkennen, dass ich nicht das geschafft habe, was ich eigentlich bezweckt habe, dass nämlich die CO2-Emissionen deutlich sinken. Und insofern glaube ich, müssen wir wirklich neue Wege finden, um das Ziel von Paris wirklich noch zu erreichen. Wir sehen hier einfach schematisch, ohne jetzt die Methoden aufzuführen,
dass es noch möglich ist. Also wir sehen hier den CO2-Ausstoß in schwarz, wie er bisher gewesen ist seit 1980. Der rote Punkt ist die Schätzung für 2017, wie gesagt, die gestern publiziert worden ist. Und dann sehen Sie verschiedene Emissionsszenarien und dann rechts sehen Sie Balken, die Ihnen ungefähr die Temperatur, den Temperaturanstieg gibt. Und Sie sehen, wenn Sie nach ganz unten blicken, dort wo kleiner 2 Grad steht, also das ist das Paris-Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, dass jetzt schnell der Ausstoß von Treibhausgasen sinken müsste. Und dann müsste er irgendwo so gegen 2060 oder so auf Null gehen und dann bräuchten wir negative Emissionen. Das heißt, wir müssen mehr CO2 aus der Luft herausbekommen, als wir in sie emittieren. Nur dann ist es noch möglich. Technisch ist es möglich, keine Frage. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat das in einem Gutachten, das vor ein paar Monaten erschienen ist, nochmal deutlich gemacht, dass eine Dekarbonisierung, also eine Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe, möglich ist. Es ist auch weltweit möglich. Das haben ja die G7 nochmal bestärkt. 2015 auf dem Gipfel im bayerischen Elmau hier in Deutschland. Also es geht nicht darum, dass wir es nicht könnten. Ja, wir können es. Also das ist überhaupt keine Frage. Es geht darum, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen? Und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, mehr Druck aus der Zivilgesellschaft heraus zu erzeugen, damit dann auch oben etwas passiert. Es wird natürlich nicht nur durch den Druck von unten gehen, aber den müssen wir erzeugen. Natürlich nebenan, wie gesagt, sind die Politiker zusammen, die müssen natürlich auch ihren Anteil dazu leisten. Nun, unsere Antwort, und damit möchte ich schließen, unsere Antwort auf diese Herausforderung oder eine Antwort auf diese Herausforderung ist ein sogenanntes MOOC. Das ist ein Online-Kurs, den jeder und jede selbst machen kann, wo die führenden Experten Deutschlands, wir haben es ja in Deutschland gemacht, unter dem Dach des Deutschen Klimakonsortiums. Das Deutsche Klimakonsortium ist der Zusammenschluss der führenden deutschen Klimaforschungsinstitute. Wir haben es nicht alleine gemacht, wir haben es zusammen gemacht mit dem WWF und freundlicherweise hat uns das Außenministerium dabei auch unterstützt, was ich auch super finde, sodass das jetzt in die Welt getragen werden kann. Und in diesem MOOC erklären wir einfach nochmal, ich hoffe für jeder Mann und jede Frau verständlich, was eigentlich die Herausforderungen hier sind, was der Klimawandel ist, was die Verursacher des Klimawandels sind, wie man dem Klimawandel Herr werden kann. Ja, das ist bis jetzt ein Riesenerfolg und ich habe es jetzt hier nochmal auf Englisch. Also die deutsche Version wurde von tausenden Menschen angesehen und letzten Endes auch aktiv dann durchgeführt. Es ist ein Kursus, wo es dann auch Fragen gibt, die man beantworten kann, also Tests gewissermaßen. Wie gesagt, jetzt gibt es die englische Version, die vor einem Monat ungefähr online gegangen ist und wo jetzt schon 2.500 Menschen daran teilgenommen haben. Ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr werden und ich zähle auf Sie, dass Sie eben auch dieses MOOC in Ihre Zivilgesellschaften bringen. Am Schluss möchte ich noch mal sagen, dass ich trotz all dieser Zahlen, die einen ja wirklich depressiv machen können, immer noch relativ optimistisch bin. Und ich sage Ihnen einfach, warum ich optimistisch bin. Das hat jetzt vielleicht gar nichts mit Klima oder sonst was zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich in meiner persönlichen Lebensspanne doch immer wieder Dinge erlebt haben, von denen man niemals geglaubt hätte, dass sie so schnell passieren würden oder dass sie überhaupt passieren würden. Das erste ist die deutsche Wiedervereinigung. Wir waren ja lange in Deutschland geteilt und
ich selbst war noch 1985 in Ost-Berlin, also der Hauptstadt der damaligen DDR, habe ein paar Vorträge an der Humboldt-Universität gehalten. In Berlin gab es ja die Mauer, the Berlin Wall, und da musste man durch. Und als ich dann da durch bin und auch wieder zurück, hätte ich niemals gedacht, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Warum ist die Mauer weg? Warum ist die Teilung nicht mehr da? Weil die Menschen es nicht mehr wollten, eingesperrt zu sein. Das heißt also, hier hat die Zivilgesellschaft wirklich eine friedliche Revolution durchgeführt und am Ende des Tages die Mauer einfach hinweggeweht. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt nicht so politisch, aber stammt letzten Endes aus dem praktischen Leben. Und das ist das hier, ne? Das Smartphone. Wer hätte denn gedacht, dass ich so etwas durchsetzen würde? Also Anfang der 90er Jahre, als die ersten Mobiltelefone auf den Markt kamen, ja, da haben wir doch alle gelacht und sowas wird sich doch nicht durchsetzen. Und Telefongesellschaften haben natürlich auch gesagt, um Gottes Willen, wer braucht denn so etwas? Ja, Sie sehen, wie schnell das eigentlich gehen kann. Einer der Hauptgründe, warum es sich durchgesetzt hat, hat eben damit zu tun, dass die Menschen teilhaben können. Die Menschen können damit kommunizieren, die Menschen können aber auch teilhaben in einer Art und Weise, dass sie diese Geräte verbessern können. Und das ist meiner Meinung nach ganz entscheidend. Jeder kann eine kleine App schreiben, ja, und sozusagen zum Erfolg dieses Smartphones beitragen. Und ich denke, das ist etwas, was wir vielleicht auch bei der zukünftigen Energieversorgung mit bedenken sollten, dass wir nicht unbedingt diese zentralistischen Strukturen brauchen, sondern langfristig vielleicht mehr in die dezentralen Strukturen gehen, wo dann eben auch die kleinen Tüftler, die Handwerker und so weiter sozusagen standortangepasst solche Lösungen finden können. Und ich glaube, dann wird es kein Halten mehr geben. Dann wird die Energiewende doch schneller am Ende des Tages verlaufen, als wir es jemals für möglich gehalten hätten. Darauf zähle ich. Ich zähle auf Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.